unser erstes Computer gewinnen. Ja, ist das nicht großartig? Wir haben damals noch nicht mal Reinigungskräfte geleistet. Mit einem riesen Staubsauger. Ja, das war damals noch in dem ehemaligen Robotron-Gebäude. Ne? Aber klasse. Und wir hatten damals moderne Computer. Ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dein Netzwerken hat uns dann nach Moskau geführt. Ja, warte. Da gab es dann einen Presseartikel. Ne? Ja. Dresdnerin rettet die russische Raumfahrt. In der Morgenpost. Unfassbar. Ja, aber auf jeden Fall, also weil das hat nicht ganz gestimmt, aber alle haben über uns gesprochen. Danach, ja, genau. Guck mal, das war unser Büro in Moskau. Ja. Saxonia et da Karoshaya Firma, das war der Slogan. Ja, wir haben tolle Sachen gemacht, um zu gucken, also um Saxonia ins Gespräch zu bringen. Ja. Und eine Idee waren damals diese Wirtschaftsgespräche. Erinnerst du dich noch dran? Dein erstes großes Format, die Wirtschaftsgespräche im Artforum, um Leute zum Netzwerken zusammenzubringen. Ja, und da ist dann auch die Frau Süßmuth einer Einladung gefolgt. Ja, genau. Die habe ich auf dem Kongress kennengelernt und dann haben wir bei uns vorher so einen kleinen Kreis gehabt, haben diskutiert mit dem Regierungspräsidium und haben dann dieses Format viele Jahre gemacht. Ja. Also. Das haben wir dann in Frankfurt aufgenommen. Damals mit dem Innenminister, der jetzt Ministerpräsident ist. Ja. Damals ging es um Security. SAP. Stimmt, das Format hast du dann nach Frankfurt exportiert. Ja. Die Bürgermeisterin war auch mal mit dabei. Ne? Unter Lamberti von der Deutschen Bank. Ja, genau. Dort haben wir über Geldpolitik diskutiert. Also hier, und zwar eine Vernissage. Udo hat die Laudatio gehalten. Und standen tausende Leute draußen, die unbedingt rein wollten und die Ausstellung und natürlich Udo sehen wollten. Ne? Ja, das war eine schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. 97. Ja. 97. Wahnsinn. 19 Jahre her. Hier, guck an, Andreas. Bei mir zu Hause backen mit den Studenten. Also Plätzchen backen für Weihnachten, da waren wir ja noch nicht so viele. 90 sind die. Ich habe dann später, wo wir so viele Ausländer hatten. Aber viele eine Zeit lang waren das oder so. Ne? Ja, und die waren dann bei mir zum Totalessen. Ja. Amerikanische Heimatgefühle vermittelt. Das hat ihnen gut gefallen und die reden ja heute noch davon. Ne? Aber wir können die bloß feiern, wir können auch arbeiten. Ja, ne? So ist es nie zum Beispiel. Ja. Unser erstes Drachenbootrennen. Ja, 2001 oder sogar auch 2000. Also es folgte es ohne Training groß, Platz 2. Ja, und ne, so Trommel will gelernt sein. Ich habe da auf dem Stuhl gesessen und habe jeden Moment gedacht, ich falle ins Wasser. Deswegen gucke ich sofort. Ja, du hast ja einfach da den Trommler runtergezerrt, der uns gestellt wurde. Den Knüppel aus der Hand genommen und sich selber draufgesetzt. Das war beherztes. Ich dachte, was machst du denn jetzt? Aber hat doch funktioniert. Es hat super funktioniert. Ja. Ja. Also du hast den Takt oben angegeben und ich im Boot. Ja. Wie immer. Wunderbar. Hat gepasst. 2001 hast du Hub angeschleppt. Das war zum Jahresende. Hat man den Stefan Hippler gefragt, ob er dann für das Projekt, das er da neu initiiert hat, ob wir irgendwas tun können. Ja. Und da hat er gesagt, schön wäre, wenn wir das in Deutschland bekannt machen. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich mit dir rede. Und dass, wenn du das in die Hand nimmst, dann wird das was Großes. Spätestens nach eurem ersten Telefonat warst du hin und weg. Und dann habe ich mir das angeguckt. Weil einfach ein absoluter Macher ist. Ja. Was Stefan so alles macht. Ja. Ne? Das war die Geburtsstunde für Hope. Ne? Mhm. So, und inzwischen sind wir bei weit über 1 Million Euro. Nur über die Gala. Über die Gala und was rundherum dann noch dazugekommen ist, das sind dann um die 300.000, 400.000 Euro. Richtig. Der Großteil des Budgets. Ja. Ja, wir sind der größte Einzelspender. Der größte Einzelspender und Spendenorganisator. Projekt. Guck mal, das sind inzwischen die Unternehmen, die da mitmachen. Das ist doch großartig. Angefangen haben wir mit 3 Unternehmen. Das ist wirklich ein Projekt der Stadt geworden. Ja, Dresden ist schon sehr, sehr bunt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ich freue mich drüber. Wir sagen Danke und sind bei der 11. Ja, du. Aber wie das zusammenhängt, ne? Ich denke, wichtig ist, dass du deine Basisarbeit super machst. Darüber diskutiert man nie. Ja. Und das ringsrum. Das ist ein schönes Beiwerk, eine Ergänzung. Ja, die Pflicht und die Kür. Ja. Aber die Kür, die bringt den Glanz und die Bekanntheit. Ja,
Wir feiern gerne, aber wir arbeiten auch gerne. Und da gab es ganz, ganz großartige neue Konzepte, Andreas. Saxonia 3.0. So ab im Jahr 2010 haben wir begonnen, die Firma neu zu erfinden. Und einer der Meilensteine war das, unser ITO-Konzept, ein Team, ein Office für die verteilte, agile Projektarbeit, insbesondere in der Softwareentwicklung. Und damit haben wir uns als einen der führenden Innovatoren der Branche darstellen können. Ja, sehr schön. Also vielfältig, bunt, interessant, spannend. Ich glaube, das ist Saxonia. So kann man es beschreiben. Passt.